Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute mache ich ein Auspackvideo für euch, worauf ich schon seit an. Zack, und da springt mir schon was entgegen. Und zwar die Anleitung. Da sieht man noch so Sticker und so weiter, alles ist da drin. Ah, da ist dieses schöne Bild. Ah, schön, da kann man das schön dekorieren, das finde ich hübsch. Boah, ich freue mich schon mega dolle. Und es gibt ja auch das Haus, was veröffentlicht wird. Das kostet irgendwas 107 Euro oder sowas. Das gibt es auch mittlerweile schon. Habe ich schon auch vor einem Jahr oder sowas schon gesehen. Ich habe schon ich habe eine Spoiler-Seite entdeckt, die schon alles weiß vorher. Wie bei Star Stable, weiß man ja auch schon davor, da es ja die Star Stable Datenbank gibt. Und das finde ich mega cool. Ich wusste schon vor einem Jahr, dass es dieses große, tolle Haus gibt, dieses Villa. Und die wünsche ich mir auch zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Deshalb wird es noch ein bisschen dauern, aber ich will sie auf jeden Fall bekommen und ich verspreche euch, die werde ich irgendwie bekommen. Und ich habe mir jetzt gedacht, dass das hier so das ist, wo halt die Mädchen und so weiter halt einfach mal chillen können und so weiter. Und dieses große Haus, da wird dann die Anita drin wohnen. Ich blende euch auch mal ein Bild ein. Und hier sind die ganzen Teile. Ich würde erstmal sagen, ich hole sie mal raus. Hier sieht man von der Couch die Sachen und von den Vorhängen. Dann ist hier so ein kleines Eichhörnchen. Wir wollen uns gleich alles nochmal genau angucken. Der Schlüssel und Dekoration wie Getränke. Oh, im Getränk sind sogar Eiswürfel drin und so Luftbläschen. Das finde ich mega cool. Hier ist der Sonnenschirm und so Sitzen. Das Teil finde ich mega cool. Hier ist das Dackelzeug, das Pferd, Putzsachen und Futter fürs Pferd. Die Anita, die werde ich einfach repainten. Dann hier Futter und dieser Blümchen und so weiter und so fort. Hier die Sachen für die Couch zum Schlafen, das finde ich mega cool. Und hier dann die Grillsachen und Sachen für die Leiter und so weiter und so fort. Und im Hintergrund, ach, da ist sogar noch ein bisschen mehr. Ja, das war's. Hier sind dann auch die Räder und halt alles drum und dran für das Haus, zum Beispiel die Leiter auch. So sind die ganzen Sachen hier an der Seite. So, und das tue ich erstmal hier beiseite. Und hier... So... Krass, da ist der Wohnwagen. Mega schön, wow. Boah, ich liebe das, ne? Wow, der ist mega schön. Krass, echt schön, Leute. Und den kann man hier vorne auch so anhängen und da kann man damit fahren. Das freue ich mich, da freue ich mich auch schon. Ich habe den rosanen Wagen leider nicht, aber ich habe den hier. Und ehrlich gesagt freue ich mich auch, dass ich den rosanen nicht habe. Zudem würde der rosane zwar besser passen, aber Schleich ist so kitschig geworden. Da freue ich mich schon, dass ich noch den braunen habe und nicht den rosanen haben muss. Und dann würde ich mal sagen, baue ich jetzt das mal zusammen mit euch auf. Wie viele Minuten nehme ich schon auf? 4 Minuten. Ich werde wahrscheinlich auch eine Verschnellerung machen. Und ja, das Aufbauen werdet ihr jetzt in Verschnellerung sehen. Und ich werde dann am Ende auch sagen, wie lang.
three after four times. Why did I bother? Tell me how many more times does it take to get smarter? Don't need to deny the hurt and the lies and all of the things you did to me. I swear.